So, Unterricht ist vorbereitet. Ich kann endlich in mein Isaac rein. Ich bin schon echt ein bisschen. Das sieht übrigens sehr interessant aus hier am Anfang, während es gerade lädt. OBS? Ja, alles klar, cool. Ich bin schon ein bisschen süchtig nach Ones. Runs. Runs. Okay, wir müssen auch irgendwann mal, müssen wir mal die ganzen Challenges. Wir haben so viele neue Challenges, ne? Wir haben so viele neue Challenges. Ich würde zwar gerne die anderen zwei auch noch anlocken, ich weiß aber halt nicht wann. Wahrscheinlich mit weiteren Tainted-Charakteren. Weil bisher sind das alles Tainted-Charakter-Challenges scheinbar, die da frei geworden sind. Die hier unten ist ja die interessanteste. I don't know. Aber ich lasse die Challenges noch ein bisschen. Ich lasse die noch ein bisschen. Ich bin eigentlich immer noch recht heiß darauf, mehr Zeug mit Forgotten freizuschalten. Letztes Mal haben wir ja gesagt, wir müssen Gwydia machen und wir müssen bis zum Herzen auf Hart kommen. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt als nächstes probieren. Weil das ist ein Weg, den kann ich mir nicht verbauen, indem ich keinen Schlüssel habe und dann nicht nach Downpour komme und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir jetzt einmal zum Herzen auf Hart. Ich bin gespannt. Das bedeutet, es gibt mehr Flüche. Und dann gucken wir mal, ob es danach noch weitergeht. Es würde reichen, das Herz zu besiegen. Das würde. Oh no! Schon jetzt useless, dieser Stachelraum hier. Da kann man eigentlich gleich resetten. Aber wir warten noch kurz den Itemraum ab. Ich gehe jetzt mal mit dem Knochenheinz raus. Weil ich meine, vielleicht kriege ich ein rotes Herz nachher zum Auffüllen. Den habe ich nicht. Den habe ich nicht realisiert. Huch. Okay, also solange wir noch das rote Herz wieder auffüllen können, ist alles in Ordnung. Na, das halbe blaue Herz wäre halt unwiderruflich weg. Das könnte ich noch auffüllen, wenn ich es hinkriege. Ha! Perfekt, Plan ist aufgegangen. Der unfassbare Blau. Oh, das ist Mr. Dings. Dieses Spacebar-Item, was ich glaube Mr. Me oder wie das Viech heißt. Oh, schon Bossfighty. Bossfight ist ein bisschen bald. Ach komm, dann machen wir so gerade. So. Bossfight ist ein bisschen bald. Ich wollte noch den Itemraum sehen. Ja, und wie gesagt, solange man jetzt diesen Weg geht und nicht mehr dann den Heimweg antritt, ist natürlich die Geschichte auf Planetarium zu spielen ziemlicher Quatsch. Allerdings, was wir machen können, ist, wenn es mal die Situation wäre, dass wir ein Item nicht sehen können. Oh, wow. Damit sollten wir relativ schnell die HP voll bekommen. Sehr gut. Wenn es mal die Situation geben sollte, dass wir eben ein Item nicht sehen, dann würde ich diesen Itemraum tatsächlich skippen. Dann würde ich diesen Itemraum tatsächlich skippen. Und ich meine, das erhöht ja die Chance auf Planetarium direkt um 20 Pro. Das hat mich gerade ein bisschen geängstigt, der Aufbau dieses Raums. So, geheimraumtechnisch ist von der Map her schwierig zu sagen, finde ich gerade. Aber wobei, Ausschluss. Nee, okay, Ausschlussverfahren funktioniert nicht. Nee. Nee. Ich kann effektiv. Ja, doch, hier kann ich ausschließen. Hier kann ich oben und unten ausschließen, aber ich habe halt nur zwei Bomben. Ich finde es. Ich
meine, wenn es den Raum hier schon gibt, probieren wir es einmal aus. Sensationell. Scheiße. Na gut, 4 Münzen, was soll's. Vielleicht kommt ja was Brauchbares bei rum. Oh. Dann machen wir es doch gleich voll. Ja gut, hätte jetzt was Besseres, aber naja, ne? Ja, habe jetzt die Bomben verschwendet. Aber es ist was sonst. Ich hätte es sonst hier oben nochmal probiert, aber es ist jetzt wurscht. Wurscht! Oh, ich habe ein bisschen ins Mikrofon, Entschuldigung. Ja, sprengt euch selber! Tschüss. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Muss man sagen, das haben sie ganz gut gemacht, ne? Das ist, so gefällt mir das. Du kannst weitergehen. Okay. Abflug. Dum, dum, dum. Ja, genau. Schön wegkicken die ganze Kacke für den Fall, dass da irgendwie... Achso, den kann ich ja so aufmachen. Ha! Okay, cool. Dann würde ich fast sagen, in dem Fall würde ich jetzt fast das blaue Herz nehmen. Keine Ahnung, irgendwie kommt mir es unlogisch vor zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber wurscht. Oh Gott, das sind alles Fässer. Das sind alles gefährliche Fässer, die wir schnell kaputt machen und hoffen, dass ein Twinkie dabei rauskommt. Schade. Kann die hier reinspringen? Ja! Aber ich glaube trotzdem, dass der Geist hier die bessere Wahl ist. Einfach weil die schon... Ich müsste da sehr nah rangehen mit dem Knochentypi. Und das wäre nicht so cool. Oha. Und auch hier ist das die bessere Wahl, weil was soll er groß tun, wenn ich in der Luft bin? Dauert dann zwar ein bisschen, aber ist ja wurscht. Er kann mir jedenfalls nichts. Er kann vor allem seine eigenen Viecher abschießen, das finde ich sehr gut. Oha! Da muss ich ein bisschen aufpassen, das hätte wehtun können. Aber da gehen wir auf Nummer sicher hier einfach. Hilfe. Hilfe. Am Ende droppt er wahrscheinlich eh nur eine Karte. Vielleicht eine gute. Wow. Ist mir jetzt nicht passiert. Na gut. The Lovers. Auf jeden Fall was zum Mitnehmen. Zum schnell wieder Herzen auffüllen. Sollte mir mal... die Energie knapp werden. Also wichtig. Sehr wichtig.
Okay, weiter im Programm. Das rote Feuer gefällt mir nicht, das würde ich gerne erstmal... Ja. Sehr schön. Wie viele Räume könnten noch kommen? Kommen noch mehr als 6? Dann würde ich jetzt schon das Buch einsetzen, aber ich glaube, ich würde lieber warten, bis wir beim Boss sind. Na gut. So. Aha. Ja, das ist halt Glücksspiel. So. Shop ist irrelevant. Mit 3 Münzen. Ich denke, wir kommen gleich zum Boss. Ich denke, jetzt die Karte einsetzen. Habe ich Buch gerade gesagt? Ich meinte Karte. Jetzt die Karte einsetzen. Ja, sage ich ja. Das wäre nämlich böse schief gegangen. So, und jetzt haben wir schon die Situation, wenn kein Herz mehr rumliegt. Wenn kein Herz mehr rumliegt, würde ich fast sagen, wir gehen einmal für Lovers. Oha. Okay. Ah. Ich werde da gleich mal was probieren. Ich bin gespannt, ob das dann hinhaut. Jetzt machen wir erstmal den hier und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, ich werde da gleich was tun, was vielleicht nicht so klug ist, aber wir werden sehen. Please don't hit me, ich brauche meine Herzen. Nice. Perfekt, Satan-Deal ist offen. Da liegt jetzt sogar noch... Oh, wir kriegen noch ein HP ab. Das ist sehr, sehr interessant. Sehr gut sogar. Jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Wir kriegen hier ein bisschen Geld. Ja, die ist leider sehr knausrig, die Maschine, weil wir im Hard Mode spielen. Ich will natürlich Dings nicht verlieren. Ah, du hättest mal ruhig ein bisschen mehr geben können. 8 Münzen. Ja, 8 Münzen. Ist das jetzt... Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ist das jetzt... Also, wir spielen im Hard Mode. Der braucht länger. Wir probieren es aus. Was soll's. Vielleicht spawnt er vorher noch ein Herz, so als Überbrückung. Komm, sei nicht so. Sei nicht so. Mach nicht diesen. Kann ich sogar das komplette Knochenherz wegmachen? Oh. Oh. Nee. Kannst du behalten. Okay. Ich dachte jetzt, das geht kaputt, aber das geht dann gar nicht kaputt. Das geht dann erst kaputt, wenn man getroffen wird, oder wie sehe ich das? Das heißt, die Maschine macht die Herzen gar nicht... Also die Maschine setzt die Knochenherzen nicht zurück. Das ist schon mal interessant zu wissen. Dann wäre es jetzt doch sogar schlauer für ihn, das Ding einzusetzen. Weil die Herzen sind ja da, alle. Dann kriege ich so ein blaues Herz zusätzlich wieder. Okay. Interessant. Sehr interessant. Ah, und es hat sich wieder aufgefüllt sogar. Cool.
So, die Fliegen müssen da eigentlich nicht hin. Das kriegen wir auch so hin. Die würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Oh, das wird jetzt... Da können die Fliegen gerne... Ja, das war nicht so cool. Okay. Aber ich meine, das Schöne ist ja, wir werden getroffen und es kommen neue Fliegen, also... Feels like Guppy, sage ich mal an der Stelle. Ich weiß, dass es ein ganzes Herz war, ich nehme es lieber mit. Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir doch gleich, was wir wollen. Oh. Erster Itemraum. Oh. Ist das jetzt... Ja, der bleibt jetzt auch die ganze... Ja, nice. Dann ist der jetzt wahrscheinlich eher für mich mein way to go. Okay. Das war ziemlich useless. Aber was soll's. Oha. Aber schlagen kann ich schon noch auch, ne? Nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr schlagen kann. Nee, ich schieße einfach... Oh, Wire. Ich hau einfach zusätzlich den Laser noch da rein. Sehr gut. Das Schöne ist ja auch, mit der Karte, die wir haben, mit der Eternal Dings da, ne, können wir auch Satan-Deale machen. Also, selbst wenn dann mal ab und zu ein Satan-Deal kommt, wir können ja problemlos ein, zwei Herzen hergeben, weil wir die ja wiederbekommen. Jetzt hätte ich allerdings gerne jetzt schon mal mein Herz wieder. Sonst ist es gleich weg. Und dann ist nämlich auch mein Deal weg. Da muss ich jetzt aufpassen. Was ich hier so treibe. Ah, er hat jetzt auch den Laser. Ah, ja, natürlich, beide haben den Laser. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Er kriegt jetzt erstmal die Dings. So, dann hoffen wir, dass wir jetzt nicht einsetzen müssen. Ja, der Damage ist noch nicht so opti, aber da arbeiten wir noch dran. Wir kommen hier vor allem schon mal schön durch. Da haben wir jetzt einen Shop, aber mit 6 Münzen. Wenn ich wüsste, dass ein Greed-Kampf drin wäre, würde ich ja fast sogar reingehen. Oha. Cool. Wir lassen den Shop erstmal. Mal gucken, wenn noch mehr Münzen zusammenkommen. Oh, wait. Macht es mehr Schaden, wenn ich immer wieder neu schieße? Nein. War Einbildung. Okay, passt schon. hatte irgendwie den Effekt. Aber es war Einbildung. Gut. Kritisch. Yikes. Ich möchte ungern zu meinem blauen Geist wechseln. Weil ich ja noch warten muss, bis die Aufladung da ist, damit wir dann auch das blaue Herz mitnehmen können. Ha! Den habe ich überhaupt nicht gesucht, aber sehr schön. Oha! Auch gut. Auch gut. Nehmen wir alles gerne mit. Okay, jetzt wird es natürlich kritisch.
Jetzt hat man genug schlechte Pillen. Danke. Jetzt hat man aber wirklich genug schlechte Pillen. Das war nicht so cool. Na gut. Okay, die sollten eigentlich auch problemlos. Scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Mist. War dumm. War dumm, gebe ich zu. Ist passiert. Oh, cool. Vor allem hat mir das jetzt halt den Deal wieder versaut. Ah, war blöd. War blöd. Wir machen noch kurz die Karte voll. Ah, nee, ich bin dumm. Ich weiß, wie ich es mache. Ja, natürlich. Das ergibt viel mehr Sinn, so zu spielen. Oh, weia. Aber ich habe das Gefühl, durch den Laser werde ich nicht ganz so oft schlagen. Ich habe das Gefühl, ich schlage irgendwie seltener. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist. Ich glaube aber, so ist ja viel besser. Ja, so ist ja viel besser. Vor allem, ich schiebe den ja sogar weg mit dem Laser. Liegt es daran, weil ich auch noch den Knochen habe, als Knocheneffekt, weil der Knochen so einen Wegdrückeffekt hat? Kombiniert sich das sozusagen? Wahrscheinlich kombiniert sich das so ein bisschen. Ups, da wäre ich fast wieder reingelaufen. Nein! Wenn jetzt alles klappt, dann werden gleich gute Dinge passieren. Wenn alles nach Plan läuft, passieren gleich gute Dinge. Erstmal Tears Up, ist sehr nice. So, ja gut, jetzt ist es eh voll. Ja, dann ist es auch wurscht. Dann kann ich eh nichts weiter einsammeln. Okay, aber den Deal habe ich mir leider versaut. Den Deal habe ich mir versaut, das ist ärgerlich. Aber es müsste doch jetzt so sein, wenn ich das auf beide anwende, müsste es auch beide ein HP abgeben. Ich meine, klar. Ja. Dadurch, dass die blauen Herzen jetzt schon voll waren, wirkt es jetzt nicht so. Aber ich hätte jetzt sozusagen beide bekommen. Das heißt, das kann ich kombinieren. Scheiße. Ich mache schon wieder Müll hier. Erster Raum direkt getroffen werden. Aber ich meine, es ist auch Dark-Dings. Ich habe keinen Bock auf Dark. Okay. Arcade. Aber Arcade mit 7 Münzen will ich gar nicht reingehen, ehrlich gesagt. Wobei das so ein Herzbettler sein könnte. Okay, wir müssen die eine Münze müssen wir opfern, um reinzugucken. Okay, das ist auch ganz cool. Ja, wie gesagt, die eine Münze müssen wir opfern, um reinzugucken. Vielleicht ist ja ein Herzbettler drin. Treffer versenkt. Okay. Nachher, wenn wir fertig sind, werden wir hier uns ein Satan-Deal-Item holen. Jetzt natürlich noch nicht. Jetzt ist zu bald. Aber wenn wir mit der Ebene durch sind, dann wissen wir, was wir uns leisten können. Dann geht's los. Ah, scheiße. Okay. Ach, der ist zu. Da werde ich mich auch nicht reinsprengen können. Oha. Ich hatte kurz ein bisschen Bedenken, dass das ein ungünstiger Raum wird für mich, aber durch den Laser würde das sogar recht angenehm hier. Oh, stimmt, den haben wir auch noch gar nicht gemacht.
Ja gut, ich kann jetzt halt schon wieder Dings machen, aber im Moment nützt es mir nicht mal was, da jetzt eine Eternal Heart reinzusetzen. Okay, Bomben kriegen wir schon mal zusätzlich. Und Passage. Wer geht jetzt raus? Ich denke, der Knochentyp geht raus, ne? Ja, ja, klar. So. Okay. Passage würde ich einfach einsetzen, weil ich werde eh nicht die Ebene skippen. Das werde ich nicht tun. Und ich hoffe halt auf einen Qualspace. Okay, kein Qualspace. Vielleicht ist es auch wieder irgendwie eine dumme Taktik, die ich da anwende, aber ich glaube schon, dass das passt. I don't know. Mehr Geld. Oh, ne Scheiße. Wenn ich jetzt nochmal irgendwo drauf laufe, ist mein Herz wieder weg und dann ist mein Deal wieder weg. Mach du mal. mach du mal, Kollege. Hier ist ein Dice, aber ich will nicht Dice. Ich will eigentlich nur den Boss jetzt finden auf schnell. Ich meine, wir könnten zwischendurch mal Geheimraum machen. Ich vermute, dass der zwischen... Ah, Kate! Ja... Würde passen. Treffer. Okay. Guter Geheimraum. Vielleicht können wir noch sogar Geld hier rausholen. Yes. Und vor allem holen wir damit auch noch Wahrscheinlichkeit für den Engel raus. Okay. Problem, ich würde gerne schon eigentlich ein Herz gerne haben. Toten Gedingse. Schützt mich das eine, wenn ich jetzt die Karte setze, ist es dann wie ein weiterer Treffer, bevor das Knochenherz drauf geht? Bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, dass wir das hier mit dem Geist lösen wollen. Komm. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das. Ich kann die aber öffnen. Haha. So, ich bin ganz ehrlich, bei 13 Münzen gehe ich in den Shop erst rein. Ich würde mir jetzt ein Herz für 3 Münzen kaufen. Ich würde mir jetzt erstmal ein Herz für 3 Münzen kaufen. Um einfach die Deal-Chance zu erhalten. Wenn es zum Kampf kommt, habe ich Pech gehabt. Scheiße. Das ist jetzt nämlich nicht gut, weil das könnte jetzt natürlich mir die Deal-Chance erst recht versauen. Wenn der mich trifft, war es das halt. Okay. Das ging glücklicherweise gut. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt haben wir 27 Münzen. Jetzt kann ich auch erstmal in die Arcade gehen und da mir ein Herz erspielen an der Maschine. Das geht auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das können wir tun. Gib mir ein Herz. 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 Und jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ne? So. Halbe Stunde rum und noch nicht mal in Devs, ey. Es ist so traurig. Aber ich meine, es ist schon... Es ist, ja. Okay, hier liegt jetzt auch ein halbes Herz wiederum. Sehr gut. Good to know.
Ja. Okay, sehr gut. Dann dürft jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, dann dürft jetzt langsam wirklich der Boss kommen. There we go. Drückt mir die Daumen, dass wir unser Zeug behalten können. Das wäre jetzt gut. Und wichtig und richtig. Okay, es ist eher mal wieder. Aber ich glaube, da gehen wir auch einfach mit dem Laser durch. Da können wir schön treffen. Wir können auch schön auf Abstand bleiben. Und selbst die Kugeln dürfen mit dem Laser sich ganz gut erledigen lassen. So viel dazu. Wenn halt drei auf einmal kommen, ist nicht so cool. Yikes. Hab ich nicht gesehen, wo der rauskommt. Okay. Ich glaube, mit dem Geist mache ich mehr Schaden, weil ich ja zusätzlich noch die Schüsse mache, ne? Wobei, der Damage allein ist, glaube ich, wieder geringer. Aber da wiederum jucken mich die Löcher im Boden nicht. Nee, ich glaube, Geist ist die bessere. Bessere Wahl gewesen für die Fortsetzung des Kampfes. Ja, doch. Ja, doch. Doch, das sieht ganz gut aus. So, mach dich weg. Yes. Oh, das ist auch cool. Das ist natürlich auch cool. Noch eine zusätzliche Regeneration. Das ist... Ich weiß gar nicht, ob das mit den Knochen funktioniert, ob sich die Knochen dann auch auffüllen, aber ich gehe mal schon davon aus. Coole, coole Sache. Ich meine, ich habe den Knochen schon. Wie wirkt sich das denn jetzt aus? Ja, gar nicht. Ich habe einfach das Schwert noch dabei. Aber ich habe nicht mal den Dreheffekt. Also ich hab, das Schwert hat es jetzt einfach... Das Schwert wurde einfach benachteiligt. Knochen überschreibt Schwert. Okay. Interesting. Sehr interesting. So. Edzard. Edzard, hier, Devil Deal Bettler. Gib mir brauchbaren Shit. Gut. Pretty Fly? Maybe? Oder Herzen? Oha. Mehr spielen? Ah, ist nicht, was ich wollte. Ah, naja.
Ich bin noch ein bisschen am Tüfteln. Also ein paar Herzen kriege ich jetzt ja wieder, ne? Oh, by the way. Ja, lol. Ja, so geht's auch, ne? Ja, so geht's auch. Weil 15 Münzen wollte ich auf jeden Fall für den Shop noch behalten. Ja, okay. Der ist nochmal offen. Guck. Du bist nochmal offen. Aber ich will... Nee, also auf Engel, also auf Satan möchte ich eigentlich jetzt nicht gehen. Den Engel jetzt besiegen. Sollen wir es probieren? Wahrscheinlich nehmen die Fliegen ihn jetzt sowieso auseinander. Ich meine, selbst wenn er mir jetzt ein Knochenherz abzieht, ich würde eins wieder bekommen. Also es wäre halt sogar egal. Ah, scheiße. Ich wollte schlagen. Hey, Regeneration hat gewirkt. Super. Oha. Okay, da ist aber eine böse Truhe dabei. Müssen wir beide so aufmachen. Okay. Ja, dann hat es insgesamt, ja, war es ja doch effektiv. Ne? Insgesamt hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ihr werdet mir schon mitteilen, wenn ich was vergessen habe. Okay. Gut, da... Ja, wir waren nicht in dem Challenge-Raum drin, wo ich gesagt habe, ich will den Challenge-Raum spielen. Oder waren wir drin? Doch, wir waren drin, oder? Wir haben irgendeinen Challenge-Raum haben wir gespielt. Waren wir in dem Challenge-Raum mit der roten Kiste drin? Ich hab's einfach vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr. So, was haben wir hier? Geld. Ah, scheiße. Aber ich... shit. Aber ich verliere schon wieder ein gesamtes Herz, wenn ich diese Dings... Also diese rotten Hearts, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die mir ein ganzes Herz abziehen, wenn die, ne? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Muss ich gestehen. Es wirkt manchmal ein bisschen komisch. Ihr könnt alle da hinten bleiben. Ihr könnt alle da hinten bleiben. Gar nicht erst vorkommen. Hier, geh nach hinten. Tschüss. Ey, nach hinten. Okay, die haben keinen Bock nach hinten. Scheiße. Ja, weil sobald ich nicht das Rottenhart habe, ist es wieder ein halbes Herz. Okay, aber dann sind die Rottenharts ja trotzdem nicht so gut, oder? Wenn die mir ein ganzes Herz immer abziehen, wenn da ein Treffer ist. Oder war das einfach ganz Herzschaden, den ich kassiert habe? Ich habe es nicht wirklich mitbekommen. So, oh mein Gott. Gut, dass ich ein Geist werden kann. Und wir das einfach so regeln. Er hat das Schwert. Er hat das Schwert. Oh, jetzt Birthright. Das wäre episch. Wir müssen unbedingt den Shop finden und auf Birthright hoffen.
Er hat das Schwert. Ich muss viel mehr mit ihm kämpfen. Ich muss viel mehr mit ihm kämpfen. Das ist ja voll gut. So, dann kann ich jetzt nämlich direkt das Ding einsetzen und einfach weiterhin mit ihm kämpfen. Weil wir dann da nämlich gar keinen Stress haben. Ja, so ein Ding ist das. Hier geht's nicht weiter, okay. Und wenn das Ding wieder aufgeladen ist, kann ich direkt das Teil einsetzen. Das Eternal Heart. Das war blöd. Ah, der schießt dafür jetzt aber gar nicht mehr. Ja, ja, ist ja logisch. Oha! Auch nice. Sobald jetzt nochmal aufgeladen ist, gehen wir einfach in den Raum zurück und haben unsere Herzen wieder komplett voll. Auch nice. Ach ja, Regeneration. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir Regeneration auch dabei haben. Die Plazenta regelt ja auch. Okay. Nein. Lass uns mal der Laser regeln. Ach, hat mir das jetzt, als ich ein blaues Herz verloren habe, hat es in dem Fall jetzt auch abgezogen, die Chance. Aber guckt euch mal meine Chance an, die ist wieder runtergegangen. Das heißt, bei ihm ist wahrscheinlich so, dass selbst wenn die blauen Herzen draufgehen, dass das genauso sich auf den Deal auswirkt. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, sehe ich irgendwo ein. Sehe ich irgendwo ein. So. Jetzt sind wir wieder voll. Komm her. Okay. Mir zu riskant. Sorry. Ich will die schießen so schnell, ich will da nicht hin. Oha. Eine Karte für einen Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel. Wir können mal gucken, was es ist. Ich könnte mich auch reinbomben, aber ich sehe nicht von den Steinen her. Sehe ich jetzt keine Motivation, mich reinzubomben. Deswegen gebe ich einen Schlüssel auf. Hermit, okay. Ja, da haben wir dann auch alles gefunden, was das Herz begehrt. Weh, du ziehst mir nochmal Geld ab, Kollege. Sehr schön. So, erstmal Itemraum. Oh, nice. Das ist dieses Zodiac-Ding, dass der mir einen random Sternzeichen-Effekt gibt am Anfang einer Ebene. Können also richtig coole Effekte sein, können auch langweilige Effekte sein. Wir werden sehen, was immer passiert. Dann haben wir schon mal BFF. Das ist schon... Doch, das ist auf jeden Fall was zu mitnehmen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich gleich ein blaues Herz
Oder ob ich warte. Ob ich, wenn ich, wenn ich, ich. Ja, ich warte natürlich. Ich bin doof. Ich warte natürlich. Es könnte ja sein, dass wir noch auf andere Art und Weise Herzen bekommen. Blaue. Und dann bekommen wir auf andere Art und Weise blaue Herzen. Ekelhafter Raum. Oder. Oder. Oh mein Gott, da ist so eine Truhe. Hallo, gib mir das. Das war's? Können die nicht normalerweise mehr? Haben die nicht normalerweise mehr Zeug drin? Aber gut, Damage Up nehme ich natürlich gerne mit. Sehr gerne sogar. Damage ist wichtig für den Laser. Ich muss jetzt hier echt aufpassen, nicht getroffen zu werden, weil das ist auch so ein Ganzherzschaden, Kollege. Wisst ihr aber, wozu erkläre ich es euch fünfmal? Das wisst ihr alles selber. So. Okay. Wir nähern uns dem Boss. Müssen wir. Müssen wir. Wir haben leider keine große Chance auf Deals. Das habe ich leider schon wieder ziemlich verhauen. Ach, geh heim. Ach, geht heim, ey. So, okay. Haben wir irgendwo ein Herz rumfliegen? Nee, aber wir haben auch noch nicht... Wir haben beide Geheimräume noch nicht. Also hier kann nichts sein. So, hier ist eine Möglichkeit hier. Treffer versenkt. Okay. Wenn ich das jetzt vernünftig einsetze, kriege ich hier ein paar HP-Ups raus. Ja, zumindest eins. Okay. Zumindest eins und zwei Aufladungen. Hier könnte... Hier ist auch nicht ausgeschlossen. Ja, dann muss ich es probieren. Nice. Bitte keinen Kampf. Guter Raum. Sehr guter Raum. So. Dann haben wir alles getan. Ja. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir haben aber auch genug Geld, um uns die beiden Sachen jetzt schon gleich mal zu holen. Weil jetzt haben wir ja nichts anderes mehr bekommen, ne? Also jetzt passt das schon. Okay. Bosskampf und dann weiter. Alter, 50 Minuten Devs 1. Man kann es keinem erzählen. Wirklich nicht. Kollege, wir sind doch aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also aus den gleichen Knochen. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ja, er ist mehr so nö. Ah, scheiße! Das habe ich schon wieder vergessen, dass es das ja gibt. Komm, wir machen mal den Rest mit dem Schwert. Kann ich nämlich auch, da kann mir da auch nichts passieren, flugtechnisch. Okay, Tier ist ab, schön. Nehmen wir natürlich mit. Gut. Problem ist, mein Knochenherz wird sich gleich verabschieden. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht gleich verliere. Na gut. Marmebene. Oh, okay, da gehen wir doch direkt rein. Ja gut, 10 Münzen für 2 Schlüssel. Ja, ne? Kann man machen. Ist jetzt nicht der beste Deal der Welt.
Und jetzt kann ich öfter schlagen. Durch des Tiers... Nein! Jetzt hat es mir mein Herz rausgezogen. Aber es ist in Ordnung. Was seht ihr das? Durch des Tiers ab kann ich jetzt wieder öfter schlagen. Langsam Tiers ab? Ich glaube ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Damit ist der Knochen wieder etwas wertvoller geworden. Ja. Hättest du mal eher regeneriert, Kollege. Ach, ärgerlich, echt. Na gut. So, aber ich könnte jetzt schon wieder hier den hier machen. Und gucken, dass ich mit dem... mit dem Schwertheinz kämpfe. Mit dem Geister. Mit dem Schwertgeist. Und weil dann werden wir ja einfach Stück für Stück aufladen. Das passt schon. Hier ist dann sowieso besser mit dem Geist, weil die Viecher ja alle böse Spuren hinterlassen. Achso, ich kann ja auch so machen, lol. Komplett verdrängt. Sehr nice. Sehr nice. Gehen wir in den nächsten großen Raum. Weil die dann schneller aufladen. Das, was wir aufladen wollen. Ah, pin. Hau ab. Hau bloß ab, mein Freund. Ja, ja, mach du mal. Null. Oh, nice. Richtig viel Kohle. Sehr, sehr schön. Sehr nice. Und jetzt haben wir unser Herz wieder. Perfekt. So war's gedacht. Da ist mein Shop. Mit hoffentlich Birthright. Birthright wäre jetzt insane. Aber es ist der letzte Shop. Das ist das Ding. Das ist der letzte Shop. Wenn es jetzt kein Birthright gibt, gibt es kein Birthright. Oh, wäre toll. Aber die Stopwatch nehmen wir mit. Die Stopwatch nehmen wir mit. Ist klar. Stopwatch ist ein Must-Have. Und da haben wir noch Tour of Clubs. Gut, das können wir dann auch bei Gelegenheit einsetzen. Hermit brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Weil es gibt keinen Shop mehr. So, das war der letzte Shop. Na gut. Na gut, kein Birthright. Schade, schade. Das wäre jetzt wirklich so das i-Tüpfelchen gewesen auf dem Schwert für den Geist. Ah, scheiße. Itemraum. Itemraum ist for me. Tech X. Ja, wie, was wirkt, wie, okay. Wir probieren es aus. Zwei Tech-Items. Zwei Tech-Items. Der One war nützlich. Zwei Tech-Items in einem One. Yes. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oh, der Knochen hat jetzt... Der Knochen hat jetzt den Effekt noch. Und was ist beim Geist? Okay, der Geist hat nicht den Schuss. Der Geist hat jetzt das Schwert und er hier hat Tech X. Liegt es daran, dass ich eine Sache mit dem Geist und eine Sache mit ihm eingesammelt habe oder verteilt sich das einfach irgendwie so? Aua. Ärgerlich ist es nur, dass der Damage noch nicht so nice ist. Also der könnte noch besser sein, der Damage. Okay. Sehr schön. So, hier wäre schon der Marmkampf. Ich will jetzt aber doch noch die Ebene zu Ende erkunden. Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Wollte gerade sagen, der Rainbow Worm ist doch jetzt eigentlich für den Laser eine coole Geschichte. Aber sowas von. Okay. Wir haben noch eine einen großen Raum. Wir haben noch einen großen Raum vor uns. Da werden wir auf jeden Fall auch noch reinwuseln. Und wir haben noch Itemräume, Geheimräume vor uns. Und theoretisch wäre hier... Ja. Schade. Aber es hätte sein können. Es war jetzt nicht ausgeschlossen oder so von der Struktur her. Aber auch der ist nicht ausgeschlossen. Dann nehmen wir den. So, Achtung. Okay. Ah, passt schon. Das ist cool. Was haben wir eigentlich gerade für einen Zodiac? Habe ich gar nicht mitbekommen. Was haben wir gerade für ein Zodiac-Ding? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich merke auch gerade nicht irgendeinen speziellen Zodiac-Effekt, ne? Was könnten wir für ein Zodiac... Vielleicht irgendein... Einfach Stats-Up oder sowas. Einfach ein Stats-Up. Capricorn oder so. All Stats-Up könnte sein. Weil ansonsten bekomme ich nicht wirklich... Ah, Stachelum haben wir noch nicht. Stimmt. Ja, es sind schon lustige Kombinationen, die wir gerade so haben, ne? Muss man mal sagen. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, es liegt sowieso ein halbes Herz rum. Dann kann auch der Knochentyp gleich zurückgehen. Okay. Zwei Kärtchen. Einmal Lovers. Ja, Lovers würde ich fast gerne mitnehmen, aber da muss ich jetzt Turfclubs einsetzen. The Devil? Fragezeichen. Das gucke ich kurz nach. Das gucke ich ganz fix nach. The Devil? Fragezeichen. Activates the Bible Effect and gives a Seraphim familiar for 30 seconds. Oh! Das haben wir freigeschaltet, als wir Ultra Greedier Mode mit Tainted Assassin gespielt haben. I see. Also damit würde ich Mom... Damit lege ich das Herz um. Ja, nee, sorry. Dann bleibt Lovers hier und Clubs bleibt hier. Und wir nehmen das bis zum Herz mit. Aber sowas von. Aber sowas von nehmen wir das bis zum Herz mit. Oha. Oha. Eigentlich haben wir alle schlechten Pillen weg. Oh, Drowsy hätte ich auch gern mitgenommen, aber was soll's. Okay, cool. Ups, Hilfe. Entschuldigung. Ich bin wieder hier hängen geblieben. Ach, ich habe Gift-Effekt, glaube ich. Ich sehe es gerade, ich bin grün. Bin ich schon die ganze Zeit grün? Hä? Ach, da war... Lost. Da waren wir ja drin. So, okay. Es bliebe noch die Möglichkeit, den Supergeheimraum, aber dafür gibt es eigentlich schon wieder viel zu viele Möglichkeiten, wenn ich mal ehrlich bin. Hier war doch... Nee, was war hier? Ah, stimmt. Hier kann... Eigentlich gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja, eben. Ja, moin. Machen wir doch glatt. Okay, cool. Dann gucken wir mal, was Mom zu unserer Ausrüstung so erzählt. Eine Stunde Mom. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaffe. Ach, guck mal, hier wäre der Knochen direkt davor. Aber brauchen wir diesmal nicht. Moin. Sie mag die Ausrüstung.
hat sie erzählt. Wird mal ein bisschen hier mit dem Schwert, geht's viel schneller. Ich hoffe nur, ich verliere mein weißes Herz nicht. Noch ein Engelraum! Was nehme ich mit? Ich muss Dings mitnehmen. Ich muss negativ mitnehmen. Nicht verwechseln. So. Die Lanze? Was macht genau die Lanze? Ist es einfach nur, dass ich die vor mir habe und die macht Kontaktschaden? Spear of Destiny. In addition to tiers, Isaac now holds a spear in front of him, which deals damage equal to 2x your tier damage. Okay. Und das andere Ding ist doch, es kann ich werfen und es macht mir hier die... das macht mir hier. Das freest die Gegner, ne? Eigentlich ganz cool, das Gegner freesen, der Effekt vom Gegner freesen. Oh, was ist denn da jetzt besser? Das ist beides ganz interessant. Es ist beides ganz interessant. Ich bin wirklich unschlüssig, verflucht. Aber ich denke, das Holy Water kann ich öfter nutzen. Sinnvoll. Ich nehme das Holy Water mit. Dann nutzen wir es gleich mal beim Engel. Hier. Oh, das hat ja gut funktioniert. Yes. Das war doch schon besser. Nice. So. Damit ist der Weg zu Mega Satan für Forgotten offen. Müssen wir uns halt überlegen, was wir tun, ne? Auf jeden Fall als erstes zu Lamp, das ist klar. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Okay. Wusch. So, wir sind voll. Dann ist jetzt aber eigentlich wirklich der Weg straight zu Bossen immer einfach nur, weil lange jetzt hier aufhalten will ich mich gar nicht. Was seid ihr denn? Ihr seht irgendwie kritisch aus. Ich will da gar nicht... Ja! Weil jetzt macht ihr alles wieder ein Herzschaden, habe ich ganz vergessen. Okay. Wir sind im Moment leer. Ah, ich verstehe. Wenn ich getroffen werde, könnte ich eins einsammeln. I see. Das war ja kacke. Da hatte ich jetzt echt Bammel, da irgendwo reinzurennen, ne? Oh, sehr gut, dass das Herz wieder sich auffüllt. So brauchen wir das. So brauchen wir das. Jo, ich bin ganz schön schnell unterwegs, übrigens. Sehr schön. Oh, zweimal eine Pille, die wir noch nicht hatten. Bitte sei gut. So viel zu, ich bin ganz schön schnell unterwegs. Ich ist mir dann irgendwann zu schnell. Reicht schon. Speed ist okay, würde ich sagen. Der Speed ist in Ordnung. Da müssen wir nicht noch nachjustieren. Mama mia. So, aber wie ist denn das jetzt? Jetzt
zieht es mir ja trotzdem dann ein ganzes blaues Herz ab, wenn ich das mache. Aber ich muss es tun. Ich meine, ich muss da reingucken. Ja, das war ja kompletter useless. Das war ja mal... das war ja komplett useless. Ja, gut. Tschüss, blaues Herz. Hilft leider nichts. So, jetzt kann ich wieder voll machen. Wobei es egal gewesen wäre, ob das halb ist oder voll, ne? Oh, shit, war dumm. Ah, shit, war dumm. Ich sehe ein, dass das gerade eine dumme Entscheidung war. Ich sehe das ein. Oh, nee. Gehst du auf von hier aus? Muss ich näher runter? Das war es noch nicht. Ah, da ist noch so einer. Junge, ich bin viel zu schnell. Holy shit, bin ich schnell. Und schaut euch das. Hui! Gebt euch diese Geschwindigkeit. Hui! Okay. So. Einfach weiter. Richtung Boss hoffentlich. Richtung Boss hoffentlich. Der Weg schließt zumindest jetzt mal keinen Boss aus. Hui! Pillen, 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 pillen. So. Hatten wir auch noch nicht. Yo, Puttifly-Pille gefunden. Bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Okay, da wir gerade die Situation haben, ja, wir probieren einmal hier einen Geheimraum aus. Schade. Er wäre denkbar gewesen. Aber wegetechnisch sieht es hier schon Richtung Boss aus. So, jetzt probieren wir es hier, das blaue Herz aufzufüllen. Oh, lol. Beides denkbar, ne? Wahnsinn. Beides auch ein Treffer. Jo, alles klar. Sechs Schlüssel. Soll ich mit sechs Schlüssel bei einem Schlüsselbettler loslegen, ist glaube ich nicht so, oder? Ah, das ist jetzt wieder schwierig. Ich meine, wir gehen ja über Darkroom. Also wir werden ja nicht mehr so viele Schlüssel brauchen. Wir gucken mal, was er mir gibt. Oha. Okay. Ah, mach nicht diesen jetzt. Riskant. Riskant hier weiterzumachen, aber jetzt ist mir egal. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Du knausriger Knauser, du. Na gut. Gucken wir, was passiert. Ah, Mensch. Und die hatte ich schon mal eine Variante heute. Aber du bist die Brimstone-Variante, ne? Please don't
Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das war mal dieses andere Effiziente. Okay, so, ja, die Knochenherzen einsammeln, die hier rumliegen, nützt mir nichts. Ich bin voll. Ich bin mit allem voll. Ich kann nur weitergehen. Okay. Gehen wir weiter. So. Das ist nicht unbedingt der Weg, den ich gehen wollte. Oha. Gar nicht gemerkt, dass ich getroffen wurde. Vorsicht. Sehr schön. Okay. Ah, das Dumme ist halt, dass ich ihn nicht, dass er sich nicht komplett frei bewegen kann. Es wäre cool, wenn er das könnte. Aber leider kann er das nicht. Okay. Das ist schon wieder voll, mein Dings, und ich kann es nicht mal nutzen. Oh boy. Können wir den einfach ganz schnell wegmachen, bevor das hier stressig wird? Ja, cool. Können wir. Die Kombination des Wasser auf das Holy Water auf die schmeißen und dann mit dem Schwert draufhauen ist eigentlich auch cool. Ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen. So einfach Zusammenarbeit mäßig. Cool. Ist es das wert, Leben zu riskieren? Ich weiß nicht, was es ist. Ich gucke ganz kurz nach, aber ich meine, es ist ein Item. Wir kriegen einfach noch ein Item geschenkt. Das ist so grün. Oh, das ist sogar Toxic Splash Damage. When Isaac Tears hit anything, they leave a green toxic creep on the floor. The damage is enemies for one damage per tick. Okay, keine Ahnung, ob das dann auf mich noch irgendeine Auswirkung hat, aber wir werden es natürlich uns holen. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, okay. Ja, jetzt ist mein Ding einfach giftgrün. Cool. Mein Schwert auch. Okay, alles ist giftgrün geworden. Gut, dann kann ich mir das Herz jetzt schnell da oben... Oh Gott, ich war kurz davor, mich hier treffen zu lassen. Ich habe nicht mal an die Stacheln gedacht. Das wäre nicht so gut geworden. Wo ist es denn? Da. Sehr schön. Okay. Sehr interessant. Nein! Das ist gerade nicht passiert. Das habt ihr euch eingebildet. Das habt ihr euch eingebildet. Da ist nichts passiert. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Vor allem, ich glaube, das hat jetzt sogar nochmal damage-technisch Veränderung gebracht, oder? Durch den Gift-Effekt.
Ups. Das ging schnell. Jo, das ist insane. Ja, alles klar. Wir sollten gleich beim Boss sein, dann können wir hier noch kurz den super Geheimraum ausprobieren. Ja, das ist schon gut, was wir hier machen. Ich meine, ich bin bei 1,15, so ich brauche wieder viel zu lange für alles, aber scheiß drauf. Haben wir es dann? Jetzt haben wir es. Cool. So. Okay. Also, wir haben massig Bomben. Wir können massig ausprobieren. Ein paar Versuche noch. Aber gleich lasse ich's. Gleich lasse ich's. Weil langsam wird's. Langsam wird's albern. Nee, okay. Ich gehe nicht nochmal durch den Stachelraum. Der Stachelraum muss nicht nochmal sein. Okay. Dann. Devil, Fragezeichen, wir Mom einmal weg. In der Hoffnung, dass es so funktioniert, wie ich denke. Yes. Und da haben wir schon noch einen Engelraum. Insane. Ist jetzt eigentlich noch ein Kampf sinnvoll gegen ihn? Ach, scheiß drauf. Ich habe die falsche Taste übrigens gerade gedrückt. Ich wollte wechseln. Falls ihr euch wundert, was ich gerade für einen Blödsinn gemacht habe. Ich wollte einfach nur wechseln. Stattdessen habt ihr gesehen. Okay, aber jetzt haben wir nämlich auch noch den Soul-Generator dabei. Das heißt, wir... Ja, nice, perfekt. Das ist ja großartig hier. So, hier runter müssen wir, nicht nach oben. Ganz wichtig, ich habe das Negativ dabei. Okay, Sheol. Schon zwei Sachen freigeschaltet in dem One. Jetzt geht's hier... Jetzt geht's zur Sache, Baby. Ah, das ist ein blöder Raum. Mag die Viecher nicht, die man immer erst aufmachen muss und dann kann man es angreifen. Okay, nein, das nehmen wir nicht mit. Ich will meinen schönen Regenbogenwurm behalten. Regenbogenwurm. For the win. Ich wollte gerade sagen, das sind doch die, die gefährlich werden. Ja. Ich sehe dich, mein Freund, ich sehe dich. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Oh, das hat nicht funktioniert, aber... Also. Welche Pille war das? Nochmal Tears Up. Haben wir überhaupt noch... Wir kriegen gar kein Tears Up mehr, oder? Doch, wir kriegen noch... Nee, hä? Wait a moment. Nee, es macht gar nichts mehr. Okay. Ich brauche mich gar nicht mehr über Tears Up freuen, wir sind voll. Wir sind Tears Up technisch komplett voll.
Probier nur ein paar Räume, nicht alle. Ganz, nur so ein paar, die möglich wären. Treffer versenkt. Okay, der Bomben-Dude. Ist halt jetzt wieder die Überlegung. 13 Bomben. Na komm, wir gucken mal, was es wird. Ah, toll. Das nützt mir gar nichts. Na gut, alle Bomben verschwendet. Aber ich werde sie nicht nochmal brauchen. Und wenn, dann kriege ich nochmal ein paar. Schauen wir, dass wir Satan umhauen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ah, zu wenig Reichweite gehabt. Zack. Ja, das gefällt mir. Ah, das war nicht so gut. Das war besser. Nice. Look at how much damage wie wir dem machen. Nice. Das lief ja fantastico. Pointy Whip auch noch freigeschaltet. Und ab in den Darkroom. Aber vorher hier einmal den setzen und ab dafür. So. Was haben wir denn jetzt hier an hübschen Deals zur Verfügung? Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Nope. Was bist du? Ich glaube, die sind alle nicht so, ne? Wahrscheinlich überschlagen sie jetzt wieder irgendjemand überschlägt sich jetzt und sagt, wie kannst du nur? Ach, Eye of the Occult. Plus ein Damage up, plus zwei Range up. Ach, das ist das Ding. Ich weiß gar nicht, wie das sich mit Laser auswirkt. Okay, würde ich machen. Die Frage ist halt, kriegen wir Dings zusammen, ne? Kriegen wir unser Dings wieder zusammen? Das ist halt die Frage. Ich meine, ich könnte sie alle vier nehmen und dann die Dead Cat, aber das... Nee, ich meine, ich werde nicht... Ich glaube nicht, dass ich HP ab zusammenbekomme. So viel wieder. Ich müsste ein paar... Wenn ich ein paar Batterien finde, die irgendwie rumliegen oder so, dann ja. Wir werden jetzt erstmal durch die Räume gehen. Wir gehen erstmal durch die Räume. Wir gucken mal, was wir so finden. Wir gucken mal, was wir so finden. Nach Möglichkeit, ohne drauf zu gehen, ohne getroffen zu werden und so weiter. Ah, scheiße. Da läuft der Idiot schon mal einfach ins Feuer. Das war schon mal nicht so gut. Oh, wir haben aber gerade den Effekt, dass wir... weiß ich gar nicht, wo der Effekt herkam. Aber wir haben gerade den Effekt, dass wir... Dings hier, ne? Weißt du schon. Oh mein Gott, wir regenerieren ja auch noch zusätzlich. Aber ja. Hm.
Ich weiß halt nicht, ob die Control Tiers irgendwie was nützen, weil ich kann dann zwar die rauf und runter lenken, so, aber eigentlich nützen die ja gar nicht. Wenn ich den Laser hab, nützen. Ändert das dann irgendwas? Das ändert doch wahrscheinlich gar nichts. Aber das Damage-Up würde ich halt gerne. Ich glaube, allein für das Damage-Up ist es schon nützlich, oder? Sind wir mal ehrlich, allein für das Damage-Up ist es schon nützlich. Denke schon. Ah, ne, die sind ja jetzt vor allem, Scheiße. Ah, die haben jetzt sogar einen Homing-Effekt, habe ich ganz vergessen. Okay, jetzt brauche ich dringend ein Herz, sonst ist mein Dings auch noch weg. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich brauche rote Herzen. Rotes Herz, komm, 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 please. Das ist cool, aber kein rotes Herz. Okay. Da haben wir jetzt eine große Chance, dass da rote... Lol. Lasst mich ganz kurz was eruieren. Ich meine, ich kann da draus jetzt schwarze, ich kann jetzt meine Herzen so schwarzen Herzen machen, aber das war es dann auch schon, ne? Ja. Also mehr Effekt hat es jetzt in dem Fall nicht. Okay. Oh boy, vor, nein, scheiße! Das war kritisch. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die nochmal aufladen kann und in der Zwischenzeit keine blauen Herzen verliere. Genau so. Genau so. Das ist gut, weil das wird mir jetzt schöne Aufladung geben und es dürfte eigentlich ohne weiteren Treffer ablaufen. Jetzt liegt ein... Das ist so frech. Jetzt liegt da ein rotes Herz. Jetzt mir mal eher den Raum. Okay. Nice. Batterie. Batterie. Kann man gleich nutzen. Batterie kann man gleich nutzen. Machen wir lieber mit dem Schwert. Weil das Ding ist, wenn ich mit ihm jetzt ein paar Mal getroffen werde, es liegen genug blaue Herzen rum. Mit dem Schwert kann ich ein bisschen riskieren zu kämpfen. Da passiert nicht viel Schlimmes. Na, es liegen überall blaue Herzen rum, das ist ganz gut so. Kann ich eigentlich die Sachen auch mit blauen Herzen kaufen, wenn ich jetzt wechsle? Wechseln dann die Items? Wenn ich jetzt mit dem Geist die Dead Cat kaufe, haut es mir trotzdem meine roten Herzen runter. Dead Cat plus Forgotten. Gibt es da eine zusätzliche Information? Nein, gibt keine zusätzliche Information.
Nee, also für mich ist Dead Cat hier nicht sinnvoll. Ich hoffe für euch, ich hoffe, ihr seht das auch so. Also ich hoffe, ihr seht das auch so. Das einzig Sinnvolle war wirklich das Damage Up. Das war wirklich sinnvoll, finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Sehr nice. Da hat es einfach nicht treffen lassen. Einfach schön weiter wegbleiben und dann wieder das Ding reinknallen. Ah, daneben. Aber es passt, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Passt. Tschüss. Und du bist auch weg. Yo, was geht hier ab? Das ist Kamikaze-Viech, ne? Jetzt machen wir erstmal hier das Herz wieder voll. Sehr schön. Das ist Kamikaze. Was war Kamikaze nochmal? Nicht Kamikate. Kamikaze, genau so schreibt man das. Causes an explosion near Isaac, which takes away half a heart and does 40 damage. Ja, nee. Das will ich nicht. Null. Und dann haben wir diesen komischen... Was ist das? Habe ich auch schon ganz oft eingesammelt. Kann ich mir auch nicht merken. Vor allem weiß ich da jetzt nicht, wie es heißt. Ich muss jetzt wieder nach dem Aussehen gucken. Ah, gib mir bitte kurz die Zeit, das nachzugucken. Ich finde es gleich bestimmt irgendwie... Ja, da ist es. Belly Button drops one random trinket on pickup, gives you an extra trinket slot. Ach, einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Ja, okay. Ich meine, es ist einfach ein zusätzliches Trinket. Ich wollte es nur kurz aus dem Pool nehmen. So. Okay. Weiter im Programm. Ah, wir könnten mal hier sprengen. Auch nix. Perfekt. Oh, nice. Sehr gut. Wenn wir getroffen werden, hier kriegen wir direkt wieder Heilung. Ich fände halt jetzt noch sowas wie einen Wafer-Effekt ganz cool. Wenn wir noch so ein Wafer-Item irgendwo mitnehmen könnten, wäre ich da sehr... Ah, scheiße. Wäre ich da sehr begeistert. Poison Bombs nehme ich auch gerne mit, weil es einfach mehr Bomben bedeutet. Erstmal so, jetzt holen wir uns gleich unser blaues Herz zurück. Da tun wir gar nicht lange rumwuseln. Leider weißt du schon? Keine Truhe. Auch da ist nix. Okay, das könnte jetzt... Schnell weg mit allem. Okay, auch leider hier keine Truhe, aber wieder ein blaues Herz. Das ist ganz gut. Ich... Achso, jetzt ist eigentlich egal. Es kostet mich eh mal ein ganzes Herz, wenn ich getroffen werde. Also da kann ich das jetzt auch mitnehmen, glaube ich. Das dürfte jetzt nichts verändern. Das Lustige ist, wir haben noch nicht mal Dings gefunden. Und ich kann schon wieder eins einsetzen. Sehr schön. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mehr mit dem Schwert arbeite. Das ist mir mein... Ah, stopp, ich habe keine Bombe gesetzt. Das ist mir mein blaues Herz nicht weggezündet. Ha! Okay, bitte kein Kampf. Okay, Geld. Weiß nicht, ob Geld jetzt hier das Richtige ist, was ich will. Aber vielleicht finden wir... Ich weiß nicht, kann man hier nochmal einen Bettler finden? Ich glaube es gar nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nicht von der Explosion treffen lassen. Puh. Da muss man nochmal ein bisschen aufpassen hier. So, und dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich würde dann jetzt schon noch... Ups. Die restlichen Räume ablaufen wollen.
Mein Schaden kann's nicht. Doch, Schaden kann's schon. Ich laber Scheiße. Es kann sehr wohl schaden. Ah, was wir erstmal machen, habe ich ganz ver... Ja, jetzt ist zu spät. Ich würde sagen, ich habe noch die Batterie da oben. Die habe ich jetzt leider verdrängt. Okay, vorsichtig, nicht in die Items reinlaufen. Ja, lieber werde ich mit ihm getroffen. Ihn kann ich wieder aufladen. Bei ihm ist nicht so schlimm. Strength. Nochmal Strength. Ja, okay. Können wir für den Boss mitnehmen? Kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Nehme ich gerne mit. So, aufladen. Und rein da. Oh, was ist jetzt besser? Ich glaube, das war dieses, dass nach jedem Raum ein halbes Herz oder so spawnen kann, ne? Das ist dieses Child's Heart. Ja, aber auch von Chests. Ja, aber, aber Evil... Ah... Ich glaube, es schenkt sich nichts. Ich glaube, es schenkt sich in dem Fall nicht wirklich was. Passt schon. So, aber jetzt haben wir alles gesehen. Das heißt, ich komme leider nicht auf volle... Ich komme leider nicht auf volle Herzen. Damit muss ich jetzt leben. Ich komme leider nicht auf volle Herzen. Aber ich komme zumindest so weit. Gut. Na dann. Boss-Time. Halt, stopp. Blaue Herzen liegen doch noch hier irgendwo rum. Bin doch dumm. Die wollte ich dann schon noch aufladen eigentlich. Scherzkeks ich wieder hier. Da ist noch ein blaues Herz. Ah, da kann ich auch nochmal sprengen. Vielleicht ist hier noch was. Oh, lol. Ich wäre nie mehr hier hochgelaufen, wenn hier nicht gerade zufällig das blaue Herz gewesen wäre. Ja, okay. Nützt mir leider nichts. Jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen, was wir hätten mitnehmen können. Okay. Dann jetzt erstmal gegen Lamp. Wow. Das war richtig effektiv. Machen die? Die teilen sich auf, okay. Mach ich mit... Ah. Ja, mit dem Schwert ist das viel einfacher mit ihm. Bitte nicht noch einen Treffer kassieren. Ich würde gerne meine Herzen behalten. Okay. No. Aber ich will auch gar nicht jetzt raus. Ich wollte eigentlich noch zum Mega-Satan-Spiel. Wir sind hier noch nicht fertig, mein Freund. Ich hab grad ein bisschen Angst bekommen, ne? Ich hab grad ein bisschen Angst bekommen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, dass mich das Spiel einfach rausschmeißt. Haben wir noch ein blaues Herz irgendwo? Nö. Na dann. Ja. Ist jetzt ein Versuch. Kann gut gehen, kann schief gehen. Ich schätze mal eher, dass es schief geht, aber es ist einfach mal ein Versuch, ne? Wir haben ja alles, was wir wollten, erreicht. Moin.
Ah, shit. Aber schön, dass der Dings, der Schildeffekt immer noch gilt. Ja, der gilt ja für die ganze Ebene, das ist sehr praktisch. Wäre jetzt cool, wenn wir ein Herz irgendwo liegen lassen könnten. Zwischendurch mal. Bevor mein Knochen jetzt verschwindet. Kriegen wir das hin? Ah, shit. Ja, so viel dazu. Es sieht halt auch immer so wenig hier, ne? Komm, mach dich weg. Irgendwann macht es einen Brimstone, da muss ich böse aufpassen. Jetzt. Ich wollte es gerade sagen. Wieder noch einer. Nee, diesmal nicht. Nicht noch einer, okay. Er geht wieder in den Hintergrund. Ach, jetzt kommt der Quatsch. I remember, I remember, I remember. Scheiße! Hab mir auf die Spur geachtet. Da war ich ein bisschen neben der Spur. Okay. Nice. Die Regeneration hat einmal eingesetzt. Nice. So, er ist jetzt nochmal ein Problem. Der kann ganz schön wehtun. Ah, ich treffe mit dem Glas immer nicht. Jetzt! Schön. Schön, schön, schön. Ah, ich hatte bitte, ich dachte, er kommt noch mal mit Brimstone, aber kam er gar nicht. Nicht treffen lassen. Sehr schön. So, jetzt wäre mein Plan folgender. Ich verstecke mich hinter ihm hier und versuche mal, ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich so abgewehrt, ich hoffe, dass ich so abwehren kann, seine Schüsse. Funktioniert das? Dann gehe ich nämlich gar kein Risiko hier ein. Ah. Nicht ganz. Aber wir können damit arbeiten. Und wenn er gerade mal nichts macht, dann kann ich auch richtig hingehen. Null. Aber ich glaube, so hinter dem Verstecken... Ja, 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 ja. Das ist sehr, sehr gut. Und ansonsten hauen wir einfach drauf. Ja, auch das Feuer kann er abwehren. Perfekt. Nice! That's it? Oh mein...
That's not it. That's not it. Wir haben noch den kompletten Void vor uns. Ich setze das nachher zusammen. Ich mache nur ganz kurz einen Aufnahmestopp. Zum Durchschnaufen. So, damit auch hier die Aufnahme nicht drauf geht. Yo, wir haben noch den kompletten Void. Ich hab... Ja, okay, aber damit konnte ich nicht... Ah, ich hab die Eternal-Karte nicht dabei. Jetzt kriege ich keine HP-Ups mehr. Ach, das ist dumm. Damit konnte ich nicht... das hab ich verpeilt. Ah, das ist jetzt blöd. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Damit habe ich nicht... Daran habe ich nicht gedacht. Daran habe ich nicht gedacht. Scheiße. Die schöne Eternal Kaon. Die wäre jetzt natürlich... jetzt haben wir den Blag dabei. Scheiße. Okay, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass nach Satan Schluss ist. Ist es normal, dass da immer Void? Wahrscheinlich ja. Das hättet ihr mir mit Sicherheit auch genauso gesagt. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, jetzt kriege ich keine HP-Ups mehr. Und hier wären so viele Räume, die aufladen würden, die Karte. Na gut. Vielleicht finden wir ja Steine zum Sprengen, dann kriegen wir zumindest die blauen Herzen aufgefüllt. Das wäre ja auch schon mal was wert. Yo. Ach, und wir haben ja den Soul-Generator dabei. Stimmt, den haben wir auch noch. Aber, oh, es wäre so gut, jetzt noch mehr Knochenherzen wieder zu bekommen. Das wäre so gut und so wichtig. Huch, wollte ich gar nicht. Okay. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir erst... Nein, das war nicht so gut. Problem ist, dass mir meine Knochenherzen jetzt gleich ganz weg... Also ich werde die gleich alle... es liegt noch kein rotes Herz rum, ne? Hm. Okay, hier ist ein Bossraum. Der könnte locker Delirium sein. Da ist ganz viel Platz. Das ist nicht gut. Ich will nicht gleich in Delirium reinrennen. Um ehrlich zu sein. Okay, die Feder kann ich kurz nachgucken. Was bist du für ein Viech? Feather? Angelic Spoils? Holding this trinket will cause the Angel Mini-Bosses to drop normal items instead of key pieces. Ah, okay. Okay. Ist cool. Sollten wir hier nochmal irgendwie aus irgendeinem Grund einen Angel... wahrscheinlich einen Angel. Einen Angel-Viech bekommen, dann, ja, ne? Wissen wir, wo wir hingehen. Und was wir uns holen, aber... Sehe ich jetzt im Moment nicht da... Viel zu viel Glück, ich wieder. Ich habe wieder viel zu viel Glück mit sowas. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir das behalten. Unbedingt behalten. Okay, hier ist noch ein Dings. Der kann auch locker Delirium sein. Alles, was in einem 2-Kreuz-2-Raum enden kann, kann halt Delirium sein. Das ist das Problem. Ich möchte noch nicht in Delirium reinlaufen. Scheiße! Nicht gleich wieder verlieren. Yes! Yes, 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 yes. Sehr schön. Okay. Komme ich mit meinem Dings bis da hoch? Ah, nee.
Ich bin ja eh schnell genug, also eigentlich sollte man das einfach ablaufen. Huah! Scheiße. Gibt da irgendwo ein Herz rum? Nee, war dumm. Ah, war dumm! Mach dich weg, komisches Ding. Gib mir ein Herz. Schade. Dann halt nicht, ne? Gib du mir ein Herz, aber dann halt nicht. Herz. Okay. Ich meine, cool, dass wir wieder Dings bekommen haben. Oh, weia. Okay, so ist das doch ganz gut. Yo! Schade. Kein Herz dabei gewesen. Oh! Die schießen trotzdem weiter, ja? Okay, oha. Gut zu wissen, was hier rumliegt. Hier ist der nächste Boss. Aber das sind alles Bosse, die Delirium sein können. Bei meinem Glück renne ich direkt in Delirium rein. Scheiße. Ich will noch keinen Raum betreten von den Bossräumen. Bin ich ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, da muss irgendwas sein, wenn nichts rauskommt. Natürlich. Okay, ich hoffe mal auf Herzen. Na dann halt nicht. Okay. Komm, Herz. War die falsche Taste. Leider auch kein Herz. Yo! Schade. Etwas Cooles sein können, war aber nichts Cooles. Großer Raum. Mann, aber wir hätten längst unser Ding aufgefüllt, wenn ich die scheiß Karte mitgenommen hätte, ne? Aber also, das ist halt wirklich Künstlerpech. Uah! Können wir das mal von der Richtung bitte machen? So. Hat er gerade ein bisschen Bedenken gehabt, Jul. Aber das ist halt, also, dass ich die Karte nicht mitgenommen habe, das ist halt dumm. Ja, ich habe da überhaupt nicht nachgedacht, dass ich hier in so einem Raum hätte landen können noch. Das ist wirklich böse ärgerlich. So, das sind alles keine guten Bossräume. Weil keiner davon Delirium ausschließt bisher. Nicht treffen, bitte, nicht treffen. Geh kaputt, Raum. Danke. Scheiße. Oh, Gott sei Dank gleich ein Herz hinterher. Knochenherz. Liegen irgendwo noch Herzen rum? Nein. Okay. Ich könnte jetzt halt warten, bis es aufgefüllt ist. Ah, schwierig. So, jetzt ist es nämlich regeneriert soweit, aber ich würde es erst einsammeln, das Knochen, wenn ich woanders weiß, dass da ein Herz rumliegt. Das ist das Ding. Yo! Wir spielen eine Runde mit dem Bettler und er gibt mir ein HP ab, wahrscheinlich. Was ich nicht bräuchte, wäre die Map übrigens. Oder Restock. Danke. Danke für Restock. Danke.
Das ist genau das Item, was ich jetzt gewollt habe. Ja, und ein... zwei Teleports in den Shop, den es nicht mehr gibt. Genau das wollte ich jetzt. Richtig. Vielen Dank. Vielen Dank, Spiel. Du weißt einfach... Du weißt einfach, wie du mich glücklich machst, Spiel. Scheiße. Naja, was sonst. Irgendwo ein Herz? Ein Herzdrop? Nö. Okay. Ey, wir haben gleich den kompletten... Oh mein Gott, das... dieses Spiel! Wehe, du gehst kaputt, bevor du mir meine Pretty Flies gegeben hast. Wehe. 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 Gib mir gar nichts. Es ist so frech. Es ist so frech. Okay, aber jetzt kann ich mir meinen Knochen jetzt holen. Wobei, soll ich damit warten? Eigentlich ist es... Ich warte mal. Wir gucken mal, was noch kommt. Wir gucken mal, was noch kommt. Ich werde sowieso wahrscheinlich jeden Raum jetzt öffnen. Ich versuche ja, Bossräume zu finden, die ziemlich sicher kein Delirium sind. Und bisher habe ich keinen... Oh, boy. Bisher habe ich keinen einzigen derartigen Bossraum gefunden. Was etwas ärgerlich ist. Und hier ist der nächste jetzt. Ja, komm. Die sind auch wieder am Rand alle. Das ist doch kacke. Devil, nice. Auf jeden Fall in den Bossraum zu... Devil oder Drowsy? Ich würde dann Drowsy mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht... Am Ende habe ich wieder so eine Situation... Am Ende habe ich nämlich wieder so eine Situation... dass ich mein Damage gar nicht mehr steigern kann und es gar nicht realisiere. Weißt du? Das kennen wir ja schon von mir. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war ärgerlich. Aber gut. Ist passiert. Lol. Aber es liegen zu wenig Herzen rum, als dass ich da ein HP rausziehen könnte, ne? Range up. Kann man mitnehmen. Ah, da kommen wieder Pins aus dem Boden irgendwo. War klar. Zwei Bomben. Ich habe kurz überlegt, aber auch dieser Boss kann ein 2-Kreuz-2-Raum werden, ne? Ey, scheiße, wir haben bisher echt keinen Boss, der... Mann. Oh, wobei, doch, ich glaube, der da drüben kann nicht, weil da ist die Map zu Ende, der ganz rechts. Ich glaube, das ist der erste, den ich ausprobiere. Nein, das ist jetzt hier am blödsten. Ich warte nochmal. Ich warte nochmal, bis alle weg. Ich warte nochmal, bis alle Dings sind. So. Dann haben wir hier noch einen Raum. Mehr Schlüssel. Ja, wir haben gleich alle Räume durch. Und wir haben schon alle Bosse, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, wir haben alle Bosse. Mehr wird's nicht. Mehr wird's nicht. Ich kann jetzt eigentlich nur noch Herzen verlieren, wenn ich die Räume spiele. Oder gewinnen.
wenn wir noch, wenn wir nur HP-Ups bekommen würden. Herzen liegen jetzt... Okay, aber wenn jetzt so viele Herzen rumliegen, können wir natürlich auch die Maschine probieren vorher unten. Oh, okay, gefährlicher Raum. Da sollten wir nur bedingt durchlaufen. So, es bleiben nicht mehr viele Räume übrig, die mir noch was bringen können. Ja, schade. Das war's. Das ist nochmal Range Up, ne? Genau. Was haben wir hier? Emperor. Okay, nützt mir auch nichts. Gut. Wir haben Void komplett auseinandergenommen. Dann versuche ich die Bosse jetzt mit dem Schwerttyp zu besiegen. In der Hoffnung. In der Hoffnung, dass ich dort nur getroffen werde, so, sodass ich die blauen Herzen hier noch nutzen kann. Okay, ich gehe davon aus, dass hier die Map zu Ende ist und deswegen kann hier kein Delirium sein. Wenn jetzt hier Delirium kommt, dann habe ich halt komplett verhauen. Okay. Das ist... Ja, das war das Ding. Nix für mich. Da verliere ich nur Energie. Aber jetzt liegt hier noch ein blaues Herz rum. Ab jetzt ist es Glücksspiel. Ab jetzt ist es komplettes Glücksspiel. Ah, wobei, die da unten könnten auch am Map-Ende sein, oder? Der da ganz unten könnte am Map-Ende sein. Dann kann da auch kein 2-Kreuz-2-Raum dahinter auftauchen. Wir probieren es einfach. Ich muss... Jetzt ist es, wie gesagt, jetzt ist es wirklich Ausprobiererei. Wenn ich in Delirium reinlaufe, laufe ich in Delirium rein. Dann ist es so. Okay. Wie gesagt, ich versuche, möglichst mit dem Schwert zu kämpfen, damit ich die blauen Herzen, die rumliegen, erstens nutzen kann und zweitens den Rotherzschaden nicht, also dass da nichts passiert. Brimstone! Wie wirkt sich das denn jetzt aus? Ah ja. Der macht einfach so eine Kugel. Auch interessant. So. Und ich habe noch... aus irgendwoher habe ich jetzt noch ein HP abbekommen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Soll mir aber recht sein. Gar nicht mehr realisiert. Okay. Das heißt aber, wenn der Boss ganz unten ist, ist der Boss da drüben auch ganz... Oh, und der Boss da oben ist auch ganz oben. Okay, wir können tatsächlich ein paar Bosse ausschließen. Sehr nice. Sehr nice. Wir kriegen noch ein paar Items. Wir kriegen noch ein paar Items. Coole Sache. Der Boss hier drüben, der müsste auch ganz unten sein. Das dürfte auch jetzt nicht Delirium sein, wenn ich Glück habe. Okay. Oh. Kann man doch anbieten. Yo! Wir sind herzenstechnisch voll. Wir sind herzenstechnisch voll. Das ist insane. Wir haben alle Herzen. Eigentlich reicht es, das halbe zu nehmen, weil Regeneration macht den Rest. Jetzt gehe ich da hoch zu dem Boss. Ich glaube, der ist auch am Rand. Ich glaube, der ist auch exakt am Rand. Vor allem, da muss ich nicht mal mehr mit der Donation-Maschine spielen. Weil... Ja, weil ein HP-Up nützt mir nicht mal mehr was. Ja, perfekt.
Scheiße. Nicht nochmal treffen lassen. Wir machen mit dem Schwert weiter. Das ist ja das, was der Plan war. Wir machen mit dem Schwert weiter. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Tschüssikowski. Puh. So. Das ist jetzt schon mal was, was cooler ist als das Ding hier. Na, das kann man jetzt mitnehmen, weil da kann ich hier so ein Viech generieren und das kann ich immer wieder generieren vor allem. Na, und dann habe ich da im Brimstone-Raum, sage ich schon, im Boss-Raum ganz viele von den Dingern rumliegen. Das ist cool. So, gibt's noch Bosse, die vielleicht ganz am Rand sind? Ich probiere jetzt den ganz links aus. Der ganz links könnte auch noch ein ziemlich sicherer Boss für mich sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich glaube, es gab hier irgendwo einen Raum, wo viele Stacheln waren. Nicht, dass ich da reinrenne. Das haben wir heute schon mal gehabt. Aber es sieht soweit gut aus. Sehr schön. Drückt mir die Daumen, dass hier kein Blödsinn bei rumkommt. Let's go. Ach so, ich kann das auch wegschicken. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, nice. Tschüss. Okay. Überraschungsbomben. Dann überrascht mich mal. Lol. Was war los? Was war los? Gives a small chance to spawn a friendly attack spider while in hostile rooms with enemies. Okay. Dann könnte man das ja so machen, ne? Hierophant, okay. So, aber ich will die Drowsy-Karte behalten, weil, wie gesagt, ich fürchte, jetzt werden wir demnächst in Dings reinlaufen. Wir werden jetzt demnächst in den Delirium-Raum reinlaufen. Den hier würde ich zum Schluss machen. Ich würde jetzt erstmal den hier seitlich probieren. Ich hoffe, dass der seitlich rüber auch jetzt kein 2x2 aufbaut. Aber das werden wir ja sehen. Wenn es kommt, dann kommt's. Wir haben alles, wir sind vorbereitet, wir haben richtig viel mitgenommen. Es hätte nicht besser laufen können, was die Vorbereitung angeht. Okay, immer noch kein Delirium. Knochen übernimm du. Knochengeist, wollte ich sagen. Okay. Auch eine coole Sache. Größere Explosionen. Apropos Explosionen. Da gibt es eine stabile Tears-Up-Träne. Und hier auch nochmal das da. Okay. So. Zwei Bosse sind noch übrig. Einer davon ist Delirium. Es ist komplett 50-50. Es ist komplett 50-50. Ich wollte noch kurz das Herz hier oben holen. Wobei, wahrscheinlich bis ich hochgelaufen bin, habe ich mich regeneriert, entsprechend. Ach, das ist ein großes Herz. Das ist irgendwie auch albern. Nee, komm, da regeneriert er sich von selber, bis ich da irgendwo hochgelaufen bin. Ich könnte jetzt noch so ganz Pilze und alles sprengen, ich weiß, aber da bin ich jetzt auch wieder zu faul. Okay. Gucken wir, was passiert. Ist es Delirium oder ist es der letzte Boss? Es ist Delirium. Gut. Bin ich einverstanden mit. Ach so, ich wollte ja hier Viecher spawnen. Scheiße. Scheiße. Wollte gerade sagen, ich habe ja vielleicht Glück und kann Herzen spawnen mit meinen Bomben.
Wort Drowsy. Ich hätte fast Drowsy vergessen, ne? Ich hätte fast Drowsy vergessen, dass ich Drowsy einsetzen wollte. Oh mein Gott. Das wäre komplett lost gewesen. Aber ist in Ordnung. Null. Also wenn er recht oft spawnt, dann irgendwo hier, dann setze ich mal hier die Dinger hin. Schön rein, jawohl, sehr schön. Jo, er hat gerade irgendwo richtig Schaden genommen. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt gerade richtig Schaden, aber guckt euch an, er ist fast down. Er ist fast down. Wir kriegen Delirium. Ich werde bekloppt. Ich will den Rest mit dem Schwert machen. Wo ist er? Da. Und jetzt mit einem schönen Dreher. Schade, kein Dreher. Aber ist in Ordnung. Nice. Boah, das war. Der Run war von Anfang bis Ende brutal erfolgreich. Ich glaube, wir haben jetzt alle... Nee, es fehlt noch Hush. Es fehlt noch Hush mit Forgotten. Aber ansonsten haben wir alle Forgotten Unlocks. WTF. WTF einfach nur. Das war ein verrückter One. Das war richtig verrückt. Cool. Sehr cool. Na, also ich muss sagen, Forgotten macht schon Spaß. Kann man nicht anders sagen. Ja, da... Ach so, nee, Quatsch. Alle Unlocks. Mother fehlt uns noch. Mother und Hush fehlt uns noch. Jo, aber das war echt cool. Vor allem, dass es auf Hard war, war lustig. Ich habe ja eigentlich Hard nur gestartet, weil ich das Herz auf Hard haben wollte. Weil das halt ein Achievement war. Und dann haben wir noch die zwei Tech-Items. Das haben wir auch noch unlocked. Richtig. Ja, coole Sache. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.